Das ist Devil. Heute zum Thema Bäsche, Smäsche, Katzentrasche. Am Tag von der FDP für Sie unterwegs, Hatü Basler. Und live bei uns im Folium, der Gabriel Vetter. Und da ist es, ihres verschmusste Satirebüsi, Dominik Devil. Oh. Jetzt doch schon. Hallo. Grüezi und guten Abend miteinander. Daheim vor dem Fernsehgerät, aber auch da bei uns im Folium in Zürich. Willkommen bei Deville. Ja, ficke Bumse Vögel. Das sind die Worte, die ich schon immer mal haben wollen in einer SRF-Sendung, ganz am Anfang. Aussage, aber nicht ohne Grund komme ich jetzt mit diesen Ausdrücken. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, das Jugendwort vom Jahr ist die Woche wieder gewählt worden. Und das umschreibt eben genau die vorhin genannten Tätigkeiten. Smash ist das Jugendwort vom Jahr. Oder smashen. Hm? Aber wie immer, mit jungen, freshen Ausdrücken müssen gerade Boomer wie ich bei der Verwendung von solchen Wörtern brutal aufpassen. Ich verstehe unter Smash irgendwas kaputt machen, zerdrücken und alles, aber die Jugend, die sieht das ein bisschen anders. Aber ich smashe total gerne mit dir. Hier im Studio, wenn wir zusammen arbeiten. Also. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt verstehen soll, denn naja, Smash wird als Verb verwendet meistens und heißt ja, jemanden abschleppen. Ja, ist halt völlig. So viel Anzüglichkeit im Fernsehen von einem älteren Moderator gegenüber seiner jüngeren Co-Moderatorin habe ich das letzte Mal hier gesehen. Ein Schneckli, hast du Schneckli? Ja, auch spannend. Elon Musk hat ja jetzt endlich Twitter gesmashed. Ja. Jetzt ja ursprünglich im Frühling hat er ja schon vorgehabt, den Nachrichtendienst zu kaufen, hat dann aber noch ein bisschen gezögert, finde ich gut. Ich sage auch meinen Kindern immer, hey, kaufen nicht jetzt gerade jeden Scheiß, oder? Du musst zuerst mal wirklich ein bisschen überlegen, ob man es wirklich braucht. Was hingegen sein Vater ihm geraten hat, was der Elon unbedingt an seinen ersten Arbeitstag im Twitter-Gebäude müsste mitnehmen, weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Das ist einfach ein flotter Typ, ja. Aber er kann nur so mit den sanitären Anlagen rumfuchteln. Klar ist, ganz super ist der Deal wahrscheinlich nicht gewesen. Viele überlegen sich jetzt zu Recht, ihr Twitter-Konto zu löschen, um auf Instagram wieder rüber zu wechseln. Das ist mega dumm, ja. Das ist wie Klibi boykottieren, aber Caroline-Platte kaufen, irgendwie. Ja? Instagram ist ja eigentlich der gleiche Shit wie Twitter wurde jetzt. Einfach mit Photoshop. Hm? Dann ist jemand, aber sein Chef, letzte Woche wieder los geworden. Habt ihr wahrscheinlich auch gelesen, Fabrice Zumbrunn, der Mikrochef, ist nach nur 5 Jahren der Spitze zurückgetreten. Man ist gefragt bei Deville, warum? Hat er vielleicht das Skript von der neuen Mikro-Weihnachtsspot schon gelesen und denkt, nein, das ist mir jetzt echt zu blöd. Ja, bitte nicht. Der Tagesanzeiger weiss es genauer. Angeblich hat der Chef ein bisschen Zoff mit seiner Regionalfürsten gehabt. Als oberster Migros-Boss hat man eigentlich nämlich gar nicht so viel zu sagen, weil das Unternehmen ist nicht zentralistisch geführt. Ob also etwas zum halben Preis gibt in der Migros oder nicht, ist Sache der Regionalgenossenschaften und unterliegt ihrer Eigenverantwortung. Das Konzept, das in der modernen Schweiz grandios funktioniert, wie wir in den letzten 3 Jahren gesehen haben. Und in der Migros ist also zur Zeit so ein bisschen Game of Thrones-Stimmung angesagt. Hm? Alle so im gleichen Setting, aber trotzdem jeder für sich und in seinem Clan. Game of Cumulus, ein bisschen. Der Vorfall erinnert mich auch ein bisschen so an Mafia. Ich mache ihm ein Angebot, das er nicht abschlagen kann. Rindskackert zum halben Preis. Der Sopranos, kennt ihr die Serie? Aber muss auch sagen, der Zumbrunn hat ja angefangen mit dem Drohen. Ja, er hat seinen Finden ja im letzten Herbst die Kugel zugeschickt. Hat er vielleicht auch mitbekommen. Oder wie er es selber nennt, die grösste Innovation in der Geschichte der Migros. Die grösste Innovation. Zusammen mit, Achtung, alkoholfreiem Bier, was es jetzt dort gibt. Wahnsinn. Was werden die weiteren Innovationen sein von der Migros? Essbare Röselichol vielleicht? Oder einfach Einkaufswagen ohne Räder? Wow. Ja, eventuell. Und wer tritt Nachfolge an von Zumbrunnen? Migros lässt zu dem Thema verlauten, ja, das haben sie gelernt vom Bundesrat Maurer. Ihr seid egal, ob Mann oder Frau. Hauptsache, kein Scope-Kind. Ja, das ist richtig. Und hey,
letzte Woche schön in Burgdorf, grosser Tag, Tag der FDP, war es. Wir haben mal das offizielle Eventplakat. Das haben nicht wir gemacht, das ist das offizielle Eventplakat. Schaut mal. Wow! Ha? Wer will da nicht gehen? Fetter Hollywood-Blockbuster! Hey! Ja! Mit dem grossen Star natürlich, Patrick Swayze. Und typisch Hollywood, die weniger bekannten Nebenrollen, wo man sich den Namen nie merken kann. Wie heisst er schon wieder? Ja! Und dann natürlich der Fels in der Brandung, markant, unverrückbar in seiner Position und Pickelherz. Nein, natürlich nicht er, sondern, ja, das Matterhorn. Und wie die FDP den Berg nennt, das sind Matterhorn, Hauptsache der Stutz stimmt. Für uns jedenfalls hat Patti Basler in Burgdorf vorbeigeschaut und ein bisschen mit der FDP-Politpromis smashen. Ja? Wir sind heute hier am Tag der FDP in Burgdorf. Und selbst hier regiert der freie Markt, zumindest in der Halle. Was hast du heute erreicht am Tag der FDP? Ja, ich meine, wir sind hier. Da finde ich, ist schon viel für eine Frau. Am Morgen aufstehen, sich bereit machen und hierher kommen. Darf ich dir ein bisschen Essen vom Teller klauen? Ja, ich habe ein Kindermenü bekommen, weißt du? Das ist ein typisches Ostschweizer Lächeln, gell? Du kannst ein Nolmabrot quer in die Schnur nehmen, ohne Senf, oder? Aber sicher ohne Senf, der würde dann so raustapfen. Das ist ein bisschen hässlich. Hat irgendjemand heute mal über das Klima geredet? Doch, immer wieder mal. Aber dass vor allem die Linken es übertreiben mit dem Klima. Beziehungsweise einmal so und einmal so wollen. Aber man hat schon über das Klima gesprochen. Also die Linken sind immer noch die grösste Krise als das Klima. Für die FDP schon. Gibt es überhaupt noch Bienchen und Blümchen, wenn ihr so weitermacht? Mit eurer Politik, die das Klima überhaupt nicht erwähnt? Da gibt es im Fall Bienenvölker und ganze Felder und Wiesen. Und wir werden das ganze Land mit Blumen übersäen, weil wir sind so stark im Fall. FD-Potenz. Ja, also ich würde fehlt sagen, die Potenz wahrscheinlich, oder FDP? Also von Fehlen von Potenz wenn wir in Zusammenhang mit der FDP überhaupt nicht reden. Weil so kraftvoll, wie wir jetzt unterwegs sind, wäre da eine völlig falsche Assoziation. Man muss stark sein und man muss aber gleich elastisch genug sein, wenn man mal eine Hecke bekommt. Verwurzelt ist die Eiche von Kasper Villiger, der gesagt hat, bist du eher so ein Eiche oder eher so ein schlankes, biegsames Schilfrohr im Wind? Das ist jetzt da eine echte Frage. Also ein Fähnchen im Wind. Man muss sich bewegen und schauen, in welche Richtung kann man gehen. Das ist ein gutes Prinzip. Und Schilfrohr steht immer im Sumpf, oder? Ja, so ist es halt. Das Einzige, was bei euch ist, ist der Steuerfuss, oder? Ja, nicht nur. Der Steuerfuss ist klein, aber der ökologische Fußabdruck ist riesig, oder? Richtig, genau. Die FDP ist ja nicht die Partei mit Herz, sondern die mit Geld. Wir brauchen kein Herz, sondern wir haben Kohle. Hey, was ist das Problem? Wenn du Partei-Vizepräsident bist, dann hast du eigentlich für uns meistens musst du irgendwie durch den Weg laufen. Das ist nicht, das ist kein Sonnenspaziergang. Sicher? Nein. Wir sehen hier, werden neue FDP-Mitglieder direkt gemacht. Man schmiert ihnen ein bisschen Zucker ums Maul, bläst sie ein bisschen auf, dreimal durchgespült im Schnellgang. Und schon hat man ein wunderbares FDP-Mitglied, einen blauen Kopf, sehr viel Luft und wenig Substanz. Danke vielmals. Patti Basler in Boto. Ja. Das Jugendtrendwort Nummer 1. Können wir jetzt Trendfood bei der Jugend? Nicht weniger ungewöhnlich. Zurzeit Tomatensauce. Security? Da hat jemand Suppe über den Van Gogh gelernt. Easy, ich bringe gerade ein Körbchen Brot. Ja? Haben das sicher alle mitbekommen. Bei Klimaprotestaktionen werden jetzt neuerdings Kunstgemälde in Museen mit Esswaren angegriffen, um auf sich und seine Botschaft aufmerksam zu machen. Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? Ja, und was soll man sagen? Es funktioniert. Ja, die ganze westliche Welt redet über die Aktionen, wo Kids mit Suppe Museen stürmen oder sich auf die Strasse festkleben. Am schönsten ist diskutiert worden in einer niederländischen Fernsehsendung, wo neben Umweltthemen noch ganz andere Sachen auf den Tisch gekommen sind. Was heißt ihn? Oh. Kijk uit. Hij gaat zich vastlijmen.
Oh, dat is twee componentenlijn. Ik zit hier vast. Ja, der Typ hat sich mit dem Tisch dann aus dem Studio raustragen, weil sie dann nicht mehr dort rausgebracht haben. Ja, schaut jetzt eigentlich ein bisschen Insider-Wissen. Euch kann ich es ja verraten. Ja? Der Benny Thurnherr hat am Ende von Benissimo auch von der Kugelmaschine auslösen müssen. Das ist klar. Über die Aktionen von Aktivistinnen wird diskutiert. Es wird sich echauffiert. Man regt sich wahnsinnig darüber aus. Ein riesiges mediales Geschrei herrscht gerade. Aber der Van Gogh würde sich wirklich die Ohren zu, also die Ohren zuhalten. Aber auch ich finde es total unverständlich und werde da regelrecht zum Wutbürger. Die Kids haben doch überhaupt kein Kunstverständnis. Haben das gesehen? Heinz Tomatensuppe? Also wenn ihr etwas von Kunst verstehen würdet, dann wenigstens bitte die Andy Warhol Tomatensuppe. Bitte schön, Kunstbanause. Was machen wir jetzt mit dem? Haben wir irgendwo ein Rolf-Knie-Bild? Gut. Auch Zürich macht sich jetzt aber Sorgen wegen der Aktivistinnen und erwägt jetzt besondere Sicherheitsvorkehrungen. Gut, die Bürle-Stiftung im Kunsthaus Zürich muss sich eigentlich keine Sorgen machen, an denen ihre Gemälde klebt ja eh schon Blut. Hm? Aber wäre es nicht viel effektiver, wenn man den Protest, die Wut von diesen jungen Leuten würde nutzen? Ich meine, immerhin kommen doch so die Jungen wieder mal ins Museum. Hm? Und der Klimaprotest im gutbürgerlichen Milieu an. Also statt Pub-Quiz machen wir doch einfach Museums-Quiz. Hey, das ist toll. Weißt du das? Tomatensuppe oder Jackson Pollock-Bild. Die wir mal roten. Hm? Protestaktionsflecken oder Basquiat-Bild. Hm? Ist das Wutbürger oder ist das Munchs der Schrei? Schau mal. Außerdem könnte man doch so Wurfräume in Museen einrichten, wo die Kids einfach die Medien begleiten dürfen, Bilder mit Suppe bewerfen. Und die Schweiz könnte doch hier vermitteln. Aushelfen. Ja? Mit Ankerbildern. Ja, könnt ihr es doch einfach verteilen, weltweit. Da könnten dann die Klimajugendlichen noch wählen, wenn sie so eine Suppe anschmeißen. Hä, Bonz oder Bild? Bonz oder Billig? Bonz oder Bild? Wobei, so ganz Unrecht haben die Aktivistinnen und Aktivisten ja nicht. Ist ja bereits wieder ein Wärmerekord gebrochen worden. Wärmste Oktober seit dem Messbeginn. Ha? Hey, ihr sollt die Uhr um eine Stunde zurückstellen, nicht um fünf Monate. Habt ihr das nicht kapiert? Und das Klima hat bereits sein erstes Todesopfer gefordert in der Schweiz. Das geplante Skispektakel in Zermatt. Bei einer erneuten Schneekontrolle heute hat die FIS die Rennen definitiv abgesagt. Ja. Hat der Schneekontroller den Sandkontroller gesagt? Hast du jetzt nicht ganz richtig verstanden? Die neue Abfahrt am Matterhorn kann wegen Schneemangel definitiv nicht stattfinden. Schade, war ein sehr krasses Rennen gewesen. Start war in der Schweiz gewesen, über die Grenze bis nach Italien. Aber schau dir mal das coole Werbevideo. This 4-kilometer race course has it all. Everything it takes for a tremendous downhill run for women and men. Big jumps. Fast, sweeping curves and passages for gliding. Wow, hä? Yeah. Wer hat denn die Off-Stimme gemacht? Donald Trump? Hat das hier? Kein Wunder, niemand an Klimawandel denkt bei der Planung. Ja, jetzt sieht halt das neue Werbevideo so aus. This 4-kilometer race course has it all. Everything it takes for a tremendous downhill run for women and men. Big jumps. Fast, sweeping curves and passages for gliding. This looks good. Really good. Ja, wir können schon darüber lachen, aber hart ist natürlich für das Organisationsteam. Ja, hier der Präsident vom OK, der Franz Julen. Der Gletscherteil ist in perfektem Zustand, rennbereit. Unten hat der Regen der Piste zugesetzt. Darum keine Überraschung, dass die FIS heute die Herrenabfahrt nicht hat können grünes Licht geben. Ja, Klartext. Die Italiener sind schuld. Ja? Wir haben gesehen, oben im Schweizer Teil alles super, unten bei den Italienern alles braun. Ja? Alles braun bei den Italienern. Aber kein Wunder bei dieser Regierung. Ich meine, schauen Sie es an. Apropos braun, Credit Suisse komplett am Arsch wieder. Ja, die Woche haben sie mitbekommen, 4 Milliarden Franken Quartalsverlust. Das sind 44 Millionen am Tag, die sie verlochert haben. Oder wie Elon Musk würde sagen, ohne Geld in den Parkour gelassen. Hm? Sie erstreicht jetzt 9000 Stellen und verstückelt ihre Anteile jetzt unter anderem an Saudi-Arabien. An Saudi-Arabien! Ja, gut, immerhin Profis, hm? Wenn es ums Zerstückeln geht. Hm. Aber viele sind jetzt auch mit der Weltsituation so ein bisschen überfordert. Ja, wie soll man sich engagieren? Muss man sich jetzt an einen Credit Suisse Bankomat kleben? Hm? Nein, da wird man noch gesprengt. Nein, 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 nein.
einfach jetzt Tomatensuppe auf eine Schneekanone irgendwo in Italien. Nein, nein, ich hasse Bloody Mary on Ice. Nein, nein, nein. Oder gehe ich mit meinem Scheich mal schön verbindend ins Museum und Bilder anschauen? Nein, das bringt mir wieder auf dumme Idee. Nein, nein. Schaut, am besten eröffne ich mit dem Rolf Knie eine Suppenküche für entlassene CS-Mitarbeiter, subventioniert von den Saudis. Auf dem Matterhorn. So wäre allen geholfen. Ganz andere Probleme hat man an der Mittelschule in Aargau. Die zog im Lehrerzimmer gerade folgendes Schreiben für erhöhte Unruhe. Kaffeemaschine wieder kaputt, Kopfentori, Scheiße. Nein, natürlich nicht, das stimmt nicht. Schuld ist ein Schreiben vom Aargauischen Bildungsdepartement. Der Lehrpersonen wird mitteilt. Um das Thema Neutralität in den Mittelschulen repräsentativ erfassen zu können, sind im Herbst 2022 Online-Befragungen geplant. Der Kanton Aargau befragt also in den nächsten Tagen den gesamten Lehrkörper und Schülerinnenschaft, ob Diskussionskultur in den Schulzimmern genug politisch neutral geführt wird, weil die Lehrerschaft als eher links wahrgenommen wird. Linke Lehre, das ist unerhört. Ja? Was kommt als nächstes? Rechte Politiker? Ich weiss nicht. Linke Lehre im Aargau. Ja gut, jetzt hat halt nicht jeder Kanton das grosse Glück, den Oskar Freisinger als Kantilehrer zu haben. Ist klar. Wie hätte das passieren können? Hat sich ein Lehrer aus Protest aufs Pult geklebt, eventuell? Nein, bei einer Maturaarbeit an der Kanti Aarau sind anscheinend herausgekommen, dass rund 60% der SchülerInnen ihre Deutschlehrperson als links oder eher links wahrnehmen. Da fragt man sich, sind die Schüler vielleicht einfach zu rechts im Aargau? Ja, und sehen schon eine kontroverse Fragestellung als zu links an? Oder sind Aargauer Lehrer und Lehrerinnen einfach zu dumm? Also zu dumm, um unauffällig marxistisch zu indoktrinieren? Fragen wir doch den Verfasser dieser Maturaarbeit gerade selber. Eine Erfahrung, die ich selber gemacht habe, ist, wo die Schulleitung der Schülerinnen und Schüler während der Schulzeit zum Beispiel freigegeben hat, um an einen Klimastreik zu gehen. Nein! Also der Erste, der sich beschwert, dass er frei bekommt von der Lehre, ganz ehrlich. Aber komm, John Lennons von heute sind auch nicht mehr das, was sie mal gesehen haben. Aber die Maturaarbeit hat jetzt wirklich Folgen gehabt. Für den Aargauer FDP-Kantonsrat Adrian Schob war sie Grund genug, um die aufwendige Online-Befragung im Kantonsparlament durchzusetzen. Rund 50'000 Franken wird das kosten. Das ist ein bisschen komisch, weil sonst schaut eigentlich Adrian Schob schon sehr auf die Ausgaben des Kantons. Zum Beispiel, wenn es um die angeblich höheren Kosten von Dolmetscherdiensten an Elternübungen geht. Wir müssen wieder mal Klartext reden. Und zwar ist es eine Tatsache, dass in der Schweiz die Kosten von staatlichen Dolmetscherdiensten jedes Jahr um 10-15% ansteigen. Ja, das ist ein Problem. Ja. Aber es passt ja gut. Ja, da kann man ja die rausgeschmissenen linken Lehrer das Dolmetschen für die Geflüchteten einsetzen. Nein, das geht ja auch nicht. Ja? Sonst haben wir ja dann am Schluss links indoktrinierte Ausländer. Hm? Mit Matura im schlimmsten Fall. Aber Adrian jetzt als Menschenfind einzustellen, das wollen wir auch nicht. Ja? Das will der übrigens auch nicht, wie er gerne auf TikTok zeigt. Schub ist für mich familiär. Dem Beste. Kreativität. Mein Team. Spass an der Arbeit. Ja, wer will nicht mit dem Adrian smashen? Hä? Bitte. Hä? Im Kanton Zürich hingegen will man kein Geld für Untersuchungen aufgrund von Maturaarbeiten zum Fenster rausrühren. Im Kanton Zürich, dort weiss man eben, hey, bei uns sind alle Lehrpersonen links. Ganz klar. Ja? Weil alle anderen Zürcher Innenschaft in einem Beruf, wo man wirklich Geld verdienen kann. Hm? Überhaupt sind die Zeiten für Lehrerbashing eher nicht so ideal. Überall fehlt es zurzeit an Personal. Und die notfallmässig angestellte Hilfskräfte ohne Ausbildung entlastet auch viel weniger als erhofft. Kurz gesagt, egal ob links oder rechts, im Schulzimmer ist gerade jede Lehrkraft willkommen. Also, fast jede. So, Herr Guggenbühl, Sie möchten also den Quereinstieg zur Lehrperson machen? Ja, so ist es. Sie sind eigentlich Buchhalter. Ja. Ganz genau. Also Bücher halten kann ich quasi besser wie jeder andere Lehrer. Ja, und also das mit dem Rechnen geht auch schon ganz gut, eigentlich. Sind das die einzigen Gründe, warum Sie in den Lehrprofi steigen wollen? Nein, natürlich nicht. Ich finde Kinder wahnsinnig toll. Ich habe ja auch ein Göttikind, Andrea. Und in der Adventszeit gehen wir zum Beispiel immer zusammen Kerzen ziehen. Und auch sonst haben Andrea und ich wirklich sauglatt miteinander. Und im Übrigen, so staatlich geprüfter Buchhalter kann ein wahnsinnig stressiger Job sein. Ich bin einfach auch auf der Suche nach etwas Gemütlicherem. Habe ich etwas Falsches gesagt? Nein, nein, Herr Guggenbühl, alles in Ordnung.
Dann bräuchten wir nur noch da Ihre Unterschrift. Aha. Ja. Denn willkommen bei der pädagogischen Schnellbleiche 2.0. Danke. Turnunterricht. Wo sind die Kinder? Nicht so gesprengt, Guggenbühl. Vor den Kindern hast du es zuerst einmal mit den Eltern zu tun. Die Eltern schauen überall, nicht nur vor dem Schulzimmer, sondern auch vor dem Migros, im Ausgang, ja sogar in der Sauna. Ausweichen, Guggenbühl, ausweichen, sonst bist du verloren. Ausweichen! Bestanden? Noch nicht ganz. Helikoptermotor! Und wo sind die Kinder? Wie lange noch? Nicht einknicken jetzt, das muss alles neben dem regulären Schulstoff bewältigt werden. Und was ist jetzt das noch? Der volle Lehrplan 21. Und wo sind die Kinder? Ihre Lohn- und Karriereleiter als zukünftige Lehrperson. Raus mit Ihnen! Kein Problem. Moment, da fehlt noch etwas. Jetzt kommen die Kinder. Entschuldigung, ich bin nur ein bisschen... So, dann willkommen im Team, Herr Guggenbühl. Sie können gerade am Montag mit Ihrer ersten Klasse anfangen. Danke. Kim freut sich schon mega auf Sie. Und die Eltern erst. Oh, schaut! Da kommt gerade ein Fax rein. Ah, die beliebtesten Schweizer Vornamen sind endlich wieder gekürt. Gute Nachricht, Ilan ist nicht dabei. Ja. Schlechte Nachricht, Dominik Kleider auch nicht. Ah, die weiblichen Lieblingsnamen in der Schweiz sind das Jahr Luna, Nala und Mia. Hm? Tut so ein bisschen Fake-Italienisch, oder? Luna, Nala, Mamma Mia, Pizza, Pasta, per tutti. Die männlichen Lieblingsnamen hingegen sind Simba, Leo und Philo. Simba, Philo? Jesus Gott, wo ist die Kiste, wenn man sie mal wirklich braucht? Aber jetzt merke ich erst, es handelt sich hier um die bekanntesten und beliebtesten Namen für Katzen, respektive Kater in der Schweiz. Katzen sind ja mit Abstand die beliebtesten Haustiere bei uns. Und das hier ist unsere Büsi-Fernsehecke. Da sitzen wir zu Abend und schauen Fernsehen mit der Büsi. Und dann kommen sie zu uns und sitzen her. Und wir liegen da und sie liegen auf uns drauf. Ja, einfach gemütlich. Ganz kurz zur Definition. Ja. Das, worauf die Frau hier zeigt, das ist kein Kater. Das ist ein Elch, ja, ein ausgestopfter. Schaut, das ist ein Kater. Also, ein ausgestopfter. Ja. Da haben wir jetzt den Mikesch. Und ja, da er immer bei mir geschlafen hat, habe ich gedacht, das ist das beste Plätzchen, gerade neben mir im Bett. Und dann ist er nicht allein und ich auch nicht. Ja, schön. Katzenliebe geht sehr, sehr weit bei uns. 1,8 Millionen von diesen herzigen Stubentiger sind bei uns in der Schweiz unterwegs. Damit liegt die Schweiz auf Platz 2 weltweit, gerade hinter Russland. Wirklich. Aber in Russland herrscht ja auch ein viel grösserer Bedarf an Pelzmützen. Muss man zugeben. Außerdem hat Russland, hat es gemerkt, eine tollwütige Katze als Präsident. Ja? Aber auch in Brasilien sind Katzen sehr beliebt. Dort hat die Polizei in den letzten Wochen 4 Tonnen Katzenstreu beschlagnahmt, die sollen nach Europa verschifft werden, inklusive 1 Tonne Koks untergemischt. Kokain im Katzenstreu. Das kommt anscheinend häufiger vor, als man denkt. Mit fatalen Folgen. Ah, Katzenvideos. Cat-Content. Weit über 2 Millionen Katzenvideos sind bisher allein auf YouTube aufgeladen worden mit Milliarden von Views. Eine Studie von amerikanischen MedienwissenschaftlerInnen hat gezeigt, dass Anschauen von Katzenvideos das Wohlbefinden fördert. Aber andererseits der Wirtschaft extrem schadet, weil alle statt arbeiten in den Büro Katzenvideos schauen. Und hört,
Wenn wir bei Deauville etwas mehr wollen als Wohlbefinden fördern, dann ist doch der Wirtschaft schaden. Hm? Deswegen hier unsere Top 7 an kuratierten Katzenvideos. Ja, Blumenköhle von den Migros hat das gesehen. Aber auch der Algorithmus liebt Katzen. Nicht nur auf YouTube, auch auf Facebook, auf Instagram und als Memes erfreut sich Katzen grosser Beliebtheit. Ja, da der Grumpy ist wahrscheinlich jedem schon mal begegnet, bis zu seinem Tod 2019 die wohl berühmteste und schlecht gelaunchte Internetkatze jährlich einen sechsstelligen Betrag verdient. Oder besser, sein Besitzer. Apropos Besitzer, dass Besitzer, die Katzen von Bildern von ihren Büsse ins Netz stellen, sich aber dabei auch jedes Mal gerade selber wieder den Datenkraken ausliefern, zeigt diese Webseite hier sehr eindrücklich. IKnowWhereYourCatLives.com. Die Webseite sammelt weltweit Cat-Content in Post und trackt damit Besitzer gerade selber, inklusive ihrem Wohnort. Also jede und jeder kann auf dieser Webseite gerade nachschauen, was so in seiner Umgebung für Katzen lebt und was so mit diesen Katzen angestellt wird. Schauen wir mal selber gerade rein. Dem Beispiel da, zum Beispiel da gerade links, was haben wir da? Oh, das ist herzig, gerade noch das Kinderfoto. Was haben wir auf der anderen Seite? Zeig mal. Was haben wir da? Oh, schau mal dort in der Mitte, das wäre, glaube ich, wirklich genau jetzt, wo wir uns befinden. Kann man ein bisschen reinzoomen, vielleicht ein bisschen? Aha, was haben wir da? Ja, was haben wir da für ein Bild? Ja? Ja. Aber gut, so interessant ist die Seite jetzt eben nicht. So. Aber nicht nur im Netz sind Katzen in Gefahr, sondern natürlich auch in freier Wildbahn. Vor allem für Vögel, Insekten, Reptilien und Kleinsäugetiere. Der Wald-Naturschutzbund zählt Hauskatzen zu den gefährlichsten invasiven Arten überhaupt. Kein Wunder bezeichnet das Magazin «Der Spiegel» Katzen als «die Killer mit Kulleraugen». Wow, das klingt nach einem krassen Halloween-Streifen. Warum denn nicht gerade «Busy Witch Project»? Oder «Simba Krüger»? Der Schocker «Paul». «Texas Cat Claw Massacre» eventuell. Gut, sind wir uns einig, der schlimmste Katzenhorrorstreifen ist immer noch die Neuverfilmung von Cats, ganz klar. Aber wie sieht es in der Schweiz aus? Der Zürcher grüne Regierungsrat Martin Neukomm. Können wir bitte das richtige Bild haben? Jetzt stimmt's, danke. Der Zürcher grüne Regierungsrat Martin Neukomm hat in den letzten Wochen Zahlen verkündet, die nach einer Fragestunde im Nationalrat veröffentlicht worden sind. In der Schweiz krallen sich Katzen geschätzt 30 Millionen Vögel pro Jahr. 30 Millionen. Im Gegensatz, und um den Punkt ist es dem grünen Politiker eigentlich gegangen, sterben nur 820 Vögel aufgrund von Windrädern. Immer noch nicht bekannt ist hingegen, wie viele Katzen wegen Windrädern sterben. Aber das ist jetzt klar ist, Katzen fügen der Natur erheblichen Schaden zu. Und nicht etwa zum Selbsterhalt, sondern aus Spass. Ja? Also, eigentlich ganz ähnlich mit der FDP. Wie dagegen vorgehen? In einer Stadt in Baden-Württemberg ist eine radikale Lösung beschlossen worden diesen Sommer. Leinenzwang. Also nicht für die FDP, sondern für Katzen. Grund, die vom Aussterben bedroht Haubenlerche. Von deren Art gibt es in diesem Gebiet nämlich genau noch 6 Exemplare. In der Schweiz, einem Land, wo man Fernsehzimmer für seine Fellfreunde einrichten und behaglich neben Katzenmumien einschlafen, haben es wahrscheinlich solche radikalen Massnahmen wohl eher schwieriger, um beim Volk durchzukommen. Was also machen? Wie vorgehen gegen die Killer mit Kulleraugen, die Russen im Katzenpelz, die unglaublich herzigen und süßen Schnüssi-Büsi-Büsi? Das ist ein Fall für unseren Troubleshooter. Das ist ein Fall für den Mann, mit dem ich immer wieder gerade hier im Studio smashe, den Gabriel Vetter. Ja, herzlich willkommen zu Troubleshooting, am Problemlösungsformat von Deauville. Unser Problem heute? Katzen.
Ja, sie sind faul, sie sind durchtrieben, aber vor allem sind sie keine Hunde. Also, wenn Katzen bei Harry Potter irgendwo in die Schule müssten, würden sie alle sofort zu Slytherin geschickt werden. Und zwar ganz offiziell, ja. Das Bundesamt für Veterinärwesen hat kürzlich Katzen offiziell als Schädling bezeichnet. Aber wieso? Naja, nicht nur töten Katzen Millionen von Vögeln pro Jahr, nein, sie sind ja auch verantwortlich für alle Kurzgeschichtenbände, Katzenkrimis und Katzenkolumnen, die in den letzten 50 Jahren von früh pensionierten Klavierlehrerinnen geschrieben worden sind. Aber egal. Jetzt, warum sollen Katzen wirklich Schädling sein? Sind der Mauz und das Büsi wirklich eine Art Spinne mit vier Pfoten, Maden mit Fell, Borkenkäfer, die nur Whiskas fressen? Die Antwort ist ja, ja. Bakteriologen schätzen ja, dass über ein Drittel von allen Schweizer Haushalten schon jetzt von Katzen befallen ist. Und es ist ja wirklich so, wenn man genau anschaut mit dem Mikroskop, sieht man, in jeder Matratze in der Schweiz leben etwa 2 Millionen Katzen drin. Das ist aber noch nicht alles. Ein Mensch verschluckt im Schlaf jedes Jahr bis zu 8 Katzen. Und da sind die Katzen im Kanton Appenzell Ausserrhoden noch nicht mal mit einberechnet. Katzen sind aber nicht nur ein gastronomisches Problem, sondern auch ein soziales. Wo vor 2 Jahren im Zürich Zoo eine Tierpflegerin zu Tod gebissen hat, hat sich keine einzige Katze in der Schweiz von dieser Tat distanziert. Aber es kommt ja noch so schlimmer. Sitzt ab, liebe Katzenfreunde, hören zu, jetzt wird's hart. Eine Studie aus Amerika hat kürzlich belegt, dass, wenn jemand auf Social Media in seinem Profilbild eine Katze hat, oder auch einen Hund, oder einen Töff, oder ein Auto, aber wenn er in seinem Profilbild ein Foto von einer Katze hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gross, dass die Person politisch und sozial totalitäre Ansichten vertritt. Und es ist doch so, wir in der Schweiz kennen ja die alte Bauernregel. Ist dein Profilbild von einem Büsi, bist wahrscheinlich ein hure Fascho. Reimt sich zwar nicht, dafür stimmt's. Mein, seid mal ehrlich, liebe Katzenfreunde, ihr wisst schon, wieso euer Kater muss kastriert werden, oder? Weil er sonst ständig alle unschuldigen Nachbarskatzen vergewaltigen mit seinem hure weirden Wiederhaken Alien-Pimmel. Immer so, der Ferdinand ist gestorben, oh je, oh je, oh je. Der Ferdinand ist gestorben, oh je, oh je, oh je. Nein, wirklich, der Ferdinand ist nichts anderes als der Charles Manson und der Harvey Weinstein kombiniert. Und er wohnt bei euch zu Hause im Sondersetting auf dem Sofa und frisst kuratiertes Futter für 200 Stutz im Monat. So. Bottom line, Katzen sind ein Problem. Jetzt, was macht man dagegen? Ich habe eine Lösung. Für wer? Für wir einfach abschaffen. So, fertig. Katzen gehen schließlich immer auf Bäume rauf und erwarten dann, dass sie nur von Menschen in Uniform oben abgeholt werden. Die hocken dort oben wie kleine Prinzessin und sagen, nein, ich bleib da oben, bis der Dude da durchkommt und vorher gehe ich nicht runter. Ja, wenn es keine Feuerwehr gibt, hocken irgendwann alle die Scheisskatzen auf den Bäumen oben und wir da unten haben endlich Ruhe. So, Problem gelöst, Klappe zu, Affe tot. Ja. Danke, Gabriel Vetter, für den unglaublich unrealistischen und dummen Lösungsansatz. Aber es ist halt auch nicht einfach. Ja? Ich meine, wie soll man mit diesen Büsis jetzt umgehen? Wir können ja nicht all die Kätzchen ins Museum hängen und mit Tomatensuppen überschütten. Eine Studie von der Zürcher Forschungsstelle SWILD zeigt, dass es auch einfacher und weniger radikal geht mit sättigen, bunten Halskrausen, die von den Vögeln leben, schneller wahrgenommen werden. Bis zu 60% weniger Beute haben die so verkleideten Katzen dann heimbringen können. Sehr gut für die Vögel, mega doofe Katzen. Ja. Wo jetzt natürlich wegen dem blöden Halsband brutal von den Hunden ausgelacht werden. Sagen bleibt bei der ganzen Diskussion rund um die Verhältnismäßigkeit von Katzenausgangssperren, Kastrationspflicht oder Halskrausen, geht vergessen, dass die allergrößte Gefahr für die Vogelwelt immer noch der Mensch selber ist. So ist die Haubenlerche, um die man sich in Baden-Württemberg so sorgt, bei uns in der Schweiz bereits seit den 80er ausgestorben. Und zwar nicht wegen Filou, der Nala oder dem Simba, sondern wegen dem Verspritzen von Pestiziden auf den Feldern. Ja, und weil das jetzt nicht so ein lustiger, positiver Schluss ist, hier noch ein Katzenvideo. Shiva, I wrote her in today because I'm telling you she's a better... So, das war es schon wieder gesehen von uns für diese Woche. Streichle das Büsi, wenn ihr es seht. Es tut so wahnsinnig gut. Miau zusammen.